So, hallo und herzlich willkommen zum allerneuesten Thread Talk. Ich bin ein bisschen verschnupft, deswegen höre ich mich ein bisschen nasal an, aber ich hoffe, darüber kann man hinwegtäuschen. Denn die Kernessenz des heutigen Thread Talks für Arma 3 wird sein: Wie benutze ich am besten einen erhöhten Punkt, den ich eingenommen habe? Das könnte beispielsweise ein Gebäude sein, ein Radioturm könnte das sein, ein großer Stein, vielleicht ein Berg, manchmal sogar unter speziellen Bedingungen sogar einen Baum. Wie benutze ich am besten so eine Position und vor allem, wie lange benutze ich am besten so eine Position? Und dafür habe ich zwei verschiedene Clips rausgesucht. Ein Clip ist von Tanua Live. Und immer wenn ich Tanua Live sage oder Live sage, dann klingen bei ganz vielen Leuten die Ohren, weil ich glaube, das ist die meistgespielte Mod von allen Leuten, die mir abonniert sind. Und eine Szene ist aus Battle Royale, was ganz praktisch war, weil ich da auf einem Third-Person-Server gespielt habe. Auf Gebäuden oder auf erhöhten Positionen zu campen, ja, ich nenne es mal so ein bisschen abwertend, ist vor allen Dingen extrem effektiv, wenn man es halt Person hat, denn dann zeigt man sich selbst nicht und kann über irgendwelche Ecken hinwegblicken und das ist so circa genau das, was seit Jahren immer und immer wieder gemacht wird. Komplett Arma 2 basiert darauf, dass man mit diesen Third-Person-Leute spottet. Aber es macht auch nichts. Ja, ich bin persönlich ein kleiner Fanboy von First-Person, weil wenn ich einen Gegner sehe, soll der Gegner mich sehen und das ist das Fairste, was es gibt. Siehe Counter-Strike, Rainbow Six oder jeder Competitive-Shooter, den es da draußen gibt. Nur Arma wehrt sich dagegen und die sagen, hey, wir brauchen einen Third-Person-View, weil ansonsten wird das Ganze ein bisschen zu unübersichtlich. Aber das soll nicht Gegenstand dieser Arma 3 Strat-Talk-Diskussion sein, sondern wie lange bleibe ich am besten auf so einem Punkt? Es ist natürlich sehr praktisch, auf einem erhöhten Punkt zu sein und das Gebiet zu überblicken, weil man sieht beispielsweise einen Gegner mit dieser Third-Person-Kamera, steht auf, tötet den Gegner, legt sich wieder hin und wartet nur darauf, dass der nächste Gegner kommt. Das ist natürlich unglaublich gut, solange der Gegner nicht herausfindet, wo man genau positioniert ist. Oder solange man seine Position nicht in dem Sinne kompromittiert, also sozusagen aufgibt oder preisgibt, dass der Gegner plötzlich weiß, okay, der ist da oben auf dem Gebäude oder der ist da oben auf den Stein und ich umlaufe den jetzt und kill den einfach. Denn das ist die große Gefahr, die immer und immer wieder passiert. Man hat eine gute Position eingenommen, aber es gibt eine andere Position, die vielleicht nicht so gut ist wie eure Position, um das ganze Gebiet zu überblicken, aber die Position ist gut genug, um euch umzubringen. Dieser ganze Thread Talk hier, wie gesagt, dreht sich nur darum und tja, manchmal ist es wichtiger, die höhere Position einzunehmen und manchmal ist es eben wichtiger, die tiefe Position einzunehmen. Und das wohl Allerwichtigste und was ich immer wieder versuche in den Thread Talks zu sagen ist, versucht einen Überblick zu behalten, versucht auch Ohren zu benutzen, wie der allererste Thread Talk, der allerwichtigste Thread Talk übrigens auch schon gesagt hat. Und ihr werdet ein viel besserer Spieler, nicht nur in Arma, sondern so circa in jeden Ego-Shooter, den es da draußen gibt. Beziehungsweise jeden Shooter, weil Arma 3 ja auch kein Ego-Shooter ist. Leider. Dementsprechend viel Spaß und los geht's. Das ist echt kompliziert, gerade hier mit dem Auto durch den Dschungel zu fahren. Ich weiß nicht, ob du es gerade gesehen hast, David. Ich sehe das gerade, ja. Ein Dschungelauto muss abkönnen. Versuche halt schnell zu fahren, deswegen ist es ziemlich unfallbelastet. Oh, da, guck mal da. Raus! Du hast ihn vom Auto abgeknallt. Ja. Das war ziemlich krass, möchte ich anmerken. Das war ziemlich krass. Das hat mir fast das Leben gekostet, aber es war die einzigste Möglichkeit gerade. Das war ziemlich gut, möchte ich anmerken. Der Typ war auch richtig fertig, Alter. Ratte heißt er. What the fuck, Alter. Das war krass, Alter. Ernsthaft. Doppelboosten. Das gehört nicht zu den normalen Sachen, die passieren, wenn man Arma spielt. Vor allem Mr. Poopy Butter ran over, weil du halt aus dem Auto noch geschossen hast. Mach's mal hier aus. Hast du gerade... okay. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber er fährt gerade so... Oh. Okay, lass mal eben boosten hier, ja? Ich habe mich schon zu Tode geboostet, ich habe nichts mehr, glaube ich. Okay. Oder doch nicht, ich habe nur was. Aber die Boosts halten ja auch nur eine Weile, oder? Genau. Also der tickt quasi runter, wie er mit dem Health hochgeht. Genau. Ich booste mich einfach nochmal, weil ich habe ziemlich viel Damage gekriegt und es hat wirklich nicht viel gefehlt, ich wäre gestorben. Der arme Kerl, Alter. Der what the fuck, hat er nur gesagt. What the fuck. Das ist halt Arma, hier hast du, das ist halt das Problem. Du hast halt einfach immer den Random-Faktor, den darf man nicht vergessen. Auf der Treppe hier. Links. Ach, seh ich, ja. Ja, wie gesagt, Arma ist halt, wenn ich überlege am Anfang, oh Gott, wie ich in Arma rumgekrebst bin, ey. Holy shit. Ist halt echt nicht einfach. Das ist richtig, ja. Aber dafür macht es, finde ich, auch hier, wenn du halt hier irgendwie jemanden killst oder so. Das ist mega, halt einfach mega belohnend irgendwie. Das fühlt sich echt gut an, wenn jemand hört es hier, weil das ist echt schwer. Aber gleichzeitig, ja, ne? Du bist ebenso schwer zu töten, wie du halt andere töten kannst, so. Ne? Ist halt immer so ein. Eben und nehmen, auch wenn es sich nicht mehr so anfühlt. Ja, das ist richtig. Wie heute. Wenn man King of the Hill gespielt, was übrigens auch ziemlich gut ist, wenn man anfängt, einmal zu spielen, weil man Fahrzeuge fahren muss.
Und man halt. Ich bin's gut zum Lernen, wie man mit Waffen umgeht und so. Weil du verlierst halt nichts Großartiges, sondern hast halt einfach diese Standard-Schlachten und Kämpfe. Krass. Dings, King of the Hill eigentlich ganz geil. Find mich, Dave. Nein. Dich. Geh auf die andere Seite. Du bist immer noch verletzt bei mir, ne? Ich höre das nicht weiter boosten muss. Nee, der tickert gerade runter. Okay. Der Boost war voll, weißt du. Okay. So. Noch ein bisschen Inventar. Und das Schönste ist. Ihr müsst euch echt erkennen, ne? Also ihr habt ja keine Indikation, wer ist. Gar nichts. Aber man muss dazu sagen, ne, wir hängen auch jetzt schon seit so vielen Jahren aufeinander rum. Also ich glaube, das ist mir echt selten passiert, dass ich Dave abgeknallt habe oder er mich abgeknallt hat. Oder? Ich meine, ganz ehrlich, das passiert doch echt nicht häufig, oder? Ich meine, also einmal in, oder so? In Arma passiert es schon mal, wenn es irgendwie richtig heftig wird und du einen richtig krassen Kampf bist und hast halt wirklich keine Möglichkeiten, weil normalerweise machen wir es halt auch so, dass wir, wenn wir jetzt nicht gerade hier so eine Hardcore-Random-Runde spielen wie hier, wo wir uns meistens irgendwas, womit wir uns identifizieren können. Weißt du? NDC vor allen Dingen, genau. Ja. Läufst du hier rum? Nee. Oh, hörst du das? Pass auf, wir kriegen Besuch. Hier ist irgendwo jemand neben uns. Ich hole mal was zu trinken. Gut, also ich hätte meinen Ton leiser gemacht, weil ich im Auto gefahren bin. Der ist direkt hier vorne, vor uns. Hast ihn getötet? Ja, noch einer ist da. Warte. Der hat keine Ahnung, wo wir sind. Den da? Ja, doch, doch. Sind die in deine Liegerichtung? Pass auf. Die. Das ist ein 2-Team, 3-Team oder so. Ah, da bist du. Ja, direkt da, bei den drei Dingern hier vor mir. Linke Seite. Ja. Da ist noch einer. Noch einer da? Noch einer? Ja, das ist ganz hin, leg dich hin, renn. Du wirst von hinten beschossen. Glaube ich. Das ist ganz, ganz links, ist noch einer. Du wirst beschossen aus dem Wald heraus. Hau ab. Kann nicht, trapped. Oh shit. Oh Gott. Ein, der hier links war noch? Ja, da ist noch einer, Dave. Warum? Warte. Ich zeig mich offen. Ja. Auch tot. Nice. What the fuck, Dave? Das war gut. Leg dich irgendwo hin und heil dich kurz, ja? Ich bin fast voll gehilft. Sie haben mich nicht erwischt. Das Dach hat mich geschützt, muss ich sagen. Achso, und Arthur ist jetzt weg, ja? Das ist ja zum ersten Mal, weil das ist so total typisch, dass man ein Viererteam trifft, ein Armer, ja? Und jetzt ist Arthur nicht da. Der Typ bringt sich immer noch nicht bald. Ja, ja. Bist du noch da oben? Ja, bewegt dich am besten viel. Ich konnte nicht sehen, auf jeden Fall. Hallo. Hi, David. Vielleicht ist er auf dem Dach, ja? Ist ja natürlich kacke. Kannst du da vorne bis zu diesem Zaun pushen, David? Da musst du nur in Bewegung bleiben. Immer links, rechts, links, rechts. Nie stehen bleiben, David. Ganz wichtig. Ich werd beschossen! Bist du tot? Ja. Der an dem Stein, wo ich eben gerade war. Weiß leider nicht, an welchem Stein es war. Irgendwo. Ja. Kannst du bis zum Zaun vorlaufen? Jo, laufe. Große Stein da, du weißt welchen ich meine, ne? Ja, genau, das links von mir, ne? Ja, Knüppel hat schon richtig gesagt, wo er war. Oh, zwei, ne? Ja. Alles gut. Renn. Renn. Oh shit, mein Red Bull hat aufgehört. Nachpushen. Ja. Red Bull, using! Ja, ich bin tot. Insta. Keine Ahnung, wo der geschossen ist. Ich sehe einen anderen.
Einer down. Warum ist so ein scheiß Baum da? Das ist halt echt kacke gerade. Es sind drei Leute oben. Ach du Kacke, okay. Ich wüsste. Wie sind wir überhaupt hier hingegangen? Ach da. Problem ist, es gibt halt diesen abgefuckten Bug, Alter, dass, wenn man über einen Stein ganz knapp guckt, dass der Kopf nicht angezeigt wird. Okay, klasse. Ist aber nett. Ja, dem will ich halt gerade entgehen, dem Bug, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh Gott, Alter. Sorry, Jungs. Seht zu, dass ihr gleich wiederkommt, wenn ihr könnt. Sitzen halt mit ihrer AK-12 da oben und benutzen die halt als ausgewachsenes Scharfschützengewehr. Das ist halt echt krass. Das funktioniert halt ja, sogar für die. Das ist echt krass. Ja, mit dem entsprechenden Scope, ne? Ja, das ist echt, wie gesagt, das ist eine krasse Waffe, ey. Kommt so schnell ihr könnt. So schnell es euch erlaubt ist. Nimm es dann lieber so. Ich habe zwei Leute auf jeden Fall gesehen. David, als du dich da hingehockt hast, ne? Wie gesagt, der hätte sich da nicht hinhocken dürfen, weil du auch von zwei Seiten beschossen wurden. Du hast leider nicht so ganz verstanden, wo die beiden Shooter waren, ich das Gefühl. Das war echt kacke, Alter. Nee, das Problem, ich hatte keine Ausdauer mehr. Ich musste einen Red Gold trinken, sonst wäre ich so oder so gestorben. In dem Moment, wo ich es halt zugemacht habe und loslaufen wollte, hat er mich abgeknallt. Es wäre übrigens ganz cool, wenn ihr irgendwie einen Arsch voll Red Golds mitbringen würdet. Hatte ich jetzt vor. Ja, danke, weil das ist halt echt dumm so, ne? Ja, ich meine, wofür gibt es sozusagen das Ausdauersystem, wenn es ausgeschaltet ja, wird durch ein Item so? Mann. Aber ich habe zumindest einen Sniper da oben umgebracht. Ich hoffe, der hat sich gewundert wegen, wenn ich mit der HK 416 umgebracht habe. Irgendwie habe ich auf dem Server das Problem, ich muss ganz oft eins drücken, um meine Waffe, meine Primärwaffe in die Hand zu nehmen. Ich kann die nicht einfach sofort in die Hand nehmen. Battle Royale in Tanoa Live. Auf geht's. Sorry, Mann. Das ist,
Ja, ich hab's mir eigentlich schon gedacht, ne? Also, dass der halt Ich verstehe nicht so ganz, was du gemacht hast. Hast du da einfach hochgepusht oder wie? So YOLO-Style? Weil ihr halt, nee, weil ihr halt links umgepusht seid, dachte ich halt, die fokussieren sich auf euch, dann komme ich halt von der anderen Seite. Und ich wusste halt nicht, dass da drei Stück oben sind, ne? Ja. So. Ich wollte halt nur von der anderen Seite kommen. Okay, verstehe. War ich halt gerade am Hacken und dann haben sie schon angefangen, auf mich zu schießen. Hab ich mich schon gar nicht mehr bewegt bei dir. War eh vorbei. Der Stefan Heidmann. Hab den einen Sniper. Da war ja klar, dass er halt war. Ja. Und dass er da so Sniper-Style da oben ist, ey, krass.